Auf unserer Reise auf den Spuren von Leha Zarewis sind wir jetzt in Russland, in Sankt Peterburg. Die Russen sagen das ohne S. Zar Peter der Große, Anfang des 18. Jahrhunderts, ließ ja auf seinen Befehl diese Stadt errichten, gewissermaßen als Tor Russlands zum Westen auf dem sumpfigen Ufer des Neva-Deltas, das er eben von den Schweden erobert hatte. Er ließ hier schöne Paläste bauen. Plötzlich sprach man von einem russischen Barockstil. Er ließ Kanäle anlegen. Man sprach von einem Venedig des Nordens. Und diese Stadt St. Petersburg blieb die Hauptstadt des russischen Zarenreichs bis zu dessen Untergang am Ende des Ersten Weltkriegs. Und ich bin hier beim Anitschko-Palais. Das wurde angelegt auf Befehl der Zarin Katharina der Großen Ende des 18. Jahrhunderts. Und das war die traditionelle Erziehungsstätte der Jugend der Zarenfamilie, also des jeweiligen Zarewitsch und seiner Geschwister. Und wenn man die Leha-Operette im Kopf hat, glaubt man direkt, das Wolga-Lied hier herauszuhören. Wir beginnen mit Wjeslaw Ochman. Jetzt José Carreras. Hast du dort oben vergessen auf mich? Es fängt ein Herz auf nach Liebe sich. Du hast in Himmel viel hier auf dem großen Schlossplatz vor dem Winterpalais. Das war zeitweilig die Residenz, aber immer der Amtssitz des Zaren und beherbergt jetzt die berühmte Kunstsammlung Eremitage. Es spielen bei Leha zwei Akte in St. Petersburg und es wäre sehr lustig, einmal nachzurechnen, wie wenige Operetten überhaupt in Wien spielen. Der Zarewitsch gehört der späten Schaffensperiode von Leha an, also nach Jahren würde ich sagen zwischen 1925, 26 bis 34, also
also in Werken von Paganini bis Giuditta. Das war die Zeit, wo so viele Lehroperetten von Berlin aus die Welt erobert haben, was viele österreichische Patrioten sehr geärgert hat. Der Zarewitsch wurde uraufgeführt 1927 am Deutschen Künstlertheater in Berlin mit dem großen Richard Tauber in der Titelrolle. Ein Wort zum Spätstil von Lehár. Sehr opernhaft, starke Einflüsse von Puccini, kein Happy End, geht immer schlecht aus. Und jetzt hören wir einen Augenblick Meister Lehár selbst. Dann kam der Weltkrieg. Nach dem Krieg habe ich wieder angefangen zu komponieren. Es ist wieder ein Werk nach dem anderen entstanden, wo die Lerche singt, Fraschitta, Friederike, Giuditta und Paganini und Zarewitsch. Das ist ein wunderschöner Blick über den Fluss Neva. Da hinten sehen wir das Winterpalais von der anderen Seite. Also die Grundzüge der Handlung der Operette sind, glaube ich, allgemein bekannt. Der Zarewitsch ist ein Frauenfeind. Er umgibt sich nur mit Soldaten, mit Turnern, mit Tänzern. Und jetzt bekommt der Hof Angst. Um Gottes Willen, der muss ja heiraten. Die Dynastie braucht Nachwuchs und standesgemäß heiraten. Nun fürchtet man sich, den Zarewitsch der standesgemäßen Braut auch nur vorzustellen, bevor er gelernt hat, sich in Damengesellschaft zu bewegen. Und da verfallen die Hofschranzen auf eine List. Der Zarewitsch war im Theater und begeistert von den Leistungen eines jungen tscherkessischen Turners, Tänzers. Und die schicken nun diesen Tscherkessen zu ihm in den Palast. Jetzt stellt sich heraus, er ist ein verkleidetes junges Mädchen namens Sonja Ivanovna. Und nun im Palast ereignet sich nicht, was wir in der Operette erwarten würden, sondern es bricht die große Liebe aus. Unser sogenannter Tscherkesse ist Teresa Stratas und unser Zarewitsch wieder Wjeslaw Ochman. Wo bleibt denn unser Sorgenkind? Er kennt nur noch seine Bücher, melden mir meine Spione. Ein junger, gesunder Mann, der seine Nächte mit Büchern verbringt. Als wäre dazu nicht noch später Zeit genug. Bücher. Bücher sind an allem schuld. Ich war schon immer dafür, alles Gedruckte zu verbieten. Der Zarewitsch ein Frauenhasser? Und was für einer? Thank you.
Gleich fertig, gnädiger Herr. Wir bekommen noch Besuch. Wir bekommen noch Besuch? Wenn wir Besuch bekommen, was werden wir essen? Wir werden als Gast nicht sehr zufrieden sein mit dem, was wir so zu essen pflegen. Der Gast stellt keine Ansprüche. Ein Tänzer. Er wird nicht lange bleiben. Ich dachte nur, die seltene Gelegenheit, einen Gast zu haben. Wir waren viel zu lange allein. Geh jetzt. Sollte ich noch Wünsche haben, du bist ja in der Nähe. In der Nähe, immer in der Nähe. Wir gehen heute wieder spät ins Bett. Wir gehen wieder spät ins Bett. Oh, arme Mascha. Hast du was gesagt? Ich wache, habe ich gesagt. Ich wache. Hoheit, der Besuch. Herein mit ihm. Na, komm näher. Mein Fräulein, die Vorstellung ist zu Ende. Verzeih mir. Du musst jetzt gehen und sage den Herren, die dich kauften, der Zarewitsch begeht zwar Fehler, aber nur einmal. Ich verstehe nicht. Das will ich dir sogar glauben. Du warst nur das Werkzeug. Wie war dein Auftrag? Wie heißt du eigentlich? Sonja Ivanovna. Bringt man auf den Hund, muss man ins Haug sich sehen. Bringt man auf den Hund, kannst gleich den Kopf verdrehen. Wir haben einen kleinen Ausflug gemacht, 25 Kilometer südlich von St. Petersburg nach Zarskoje Selo, das heißt übersetzt das Zarenstädtchen. Es war ja das Alexanderpalais hier, der traditionelle Wohnsitz der Zarenfamilien. Übrigens sind wir ganz nah von Pawlowsk, wo Johann Strauss seine berühmten Sommerkonzerte dirigiert hat. Eigentlich müssten wir uns jetzt fragen, wer war der Zarewitsch? Hat er wirklich gelebt? Also im Operettenbuch steht nur, spielt Ende des 19. Jahrhunderts. Dann kann es nur Nikolaus aus der Familie der Romanows oder wie die Russen sagen Romanows gewesen sein, der 1894 als letzter russischer Zar den Thron bestiegen hat. Es hat ein Sprechstück gegeben, der Zarewitsch, von der polnischen Dichterin Gabriela Sapolska. Das hat die Frau Lecha gesehen und hat ihrem Mann gesagt, du Franz, das ist die Operette für dich, das ist der Stoff. Da gab es eine kleine Pikanterie in Wien. Schauen Sie, natürlich, wenn man an die Handlung denkt, denkt man unterschwellig an die Umwandlung eines Homosexuellen. Ich sage unterschwellig, denn es wird nicht ausgesprochen und es passte keineswegs auf das Original, auf Nikolaus. Aber es war etwas in Wien. Bei der Wiener Erstaufführung des Sprechstück im Deutschen Volkstheater, wie es damals hieß, 1917, da spielte Raoul Aslan, der unsagbar beliebt war, den gesprochenen Zarewitsch. Und dem Wiener Tratsch nach gehörte er dieser Personengruppe an, die damals noch nicht die Gleichberechtigung wie heute genoss. Also das Bild von Nikolaus als Zaren schwankt in der Geschichte. Für die Revolutionäre, für die Bolschewiken waren Nikolaus der Blutige, hat angeblich für seinen Befehl hineinschießen lassen in eine Demonstration vor dem Winterpalais 1905 mit angeblich Tausenden von Toten. Andererseits wurde er nach seinem Tod von den Orthodoxen heilig gesprochen. Er hatte sicher eine unglückliche Hand in den beiden verlorenen Kriegen, im Weltkrieg im Ersten und im Russisch-Japanischen Krieg. Trotzdem aber in seiner Regierungszeit wurde das erste halbwegs demokratisch gewählte russische Parlament errichtet, die erste Duma. Das, finde ich, ist ein nettes Familienbild. Da ist der Zar, schöner Mann mit dem Bart und
daneben seine Frau, ehemals Prinzessin Alix von Hessen. Die meisten Romanows hatten deutsche Frauen. Hinten im Kreis die Töchter, ganz rechts die kleine Anastasia und am Boden hockt der Thronfolger, der junge Alexei. Und der war ja schwer krank, der war ein sogenannter Bluter und dadurch kam Rasputin oder wie die Russen sagen Rasputin ins Spiel. Das war ein sibirischer Wunderheiler und angeblich gelang es seiner Heilkunst durch Hypnose den Gesundheitszustand des Kleinen sehr zu verbessern. Dadurch errang er einen ungeheuren Einfluss auf die Zarin, auf den Hof und den Forschungen von Elisabeth Herdesch, ihren Büchern, ist es zu verdanken, dass wir wissen, so gut wie sicher, Rasputin war ein deutscher bezahlter Agent, denn es wollten die Deutschen im Weltkrieg mit dem feindlichen Russland einen Sonderfrieden haben. Russland sollte die Wünsche seiner Alliierten England und Frankreich vollkommen ignorieren. Das wollte Rasputin im Auftrag der Deutschen durchsetzen. Der Zar wollte es nicht und er soll ja seine Hand im Spiel gehabt haben bei der Ermordung von Rasputin. Wir wollen in das Schloss hineingehen. Übrigens, in diesem Schloss wurde ja Zar Nikolaus nach seiner Abdankung 1917 bis zu seiner Verschleppung nach Sibirien von der neuen provisorischen Regierung in Hausarrest gehalten. Ob sich wohl der schöne Mann in seinen Unglückstagen manchmal an die kleine Sonja erinnert hat. Ach, nun ist allein, die ganze Welt sollst du mir sein, du bist der Himmel mir. Bist du bestimmt, mein Herz dich ganz zu eigen nimmt und schenkt sich selbst Für die Sonja der Operette gibt es ein echtes historisches Vorbild. Das war die angeblich erste große Liebe des Zarewitsch Nikolaus, und zwar die Tänzerin Matilda Kschesinska, ein kleiner Star vom Marientheater unter der Leitung des großen Choreografen Marius Petipa. Wann die Affäre begonnen hat, wann sie aus war, wer weiß es, ich war nicht dabei. Wäre man ein Intimitätenschnüffler, könnte man sagen, 1894 hat Nikolaus die Prinzessin Alexandra von Hessen geheiratet und diese Jugendstilvilla, vor der ich sitze, ließ er erst 1905 für die Kschesinska erbauen. Also damals hatte sie noch nicht vergessen gehabt, schwamm drüber. Sie hat dann einen russischen Großfürsten geheiratet, ging nach Paris und lebte dort als Lehrerin und als Schriftstellerin. Im Haus ist ein Gedenkzimmer. Hier ist sie mit 18 Jahren, also anscheinend zur Zeit der ersten Bekanntschaft. Einige Posen als Tänzerin. Das ist der Zarewitsch, gezeichnet von Matilda. Der berühmte Choreograf Marius Petipa. Hier ist sie mit 77 Jahren, sie wurde 99 und aus ihren Memoiren geht klar hervor, dass sie den Nikolaus nie vergessen hat. Thank you.
Meister. Das waren der Ungar Béla Jenbach und Heinz Reichert, der lange in Amerika gearbeitet hat, haben unter totaler Geschichtsverfälschung einen ganz wirkungsvollen dritten Akt für Lehers Operette gebaut. Sehen Sie, wie war das in Wahrheit? Der alte Zar Alexander III. Starb auf der Krim. Und Nikolaus war dabei und wurde sofort zum Zaren ausgerufen. Nicht so in der Operette. Da ist eine Neapelreise des Liebespaares erfunden, schon mit dem Hintergedanken, vielleicht Hochzeit und Thronverzicht. Und dort erfährt er vom Tod des Vaters und wird quasi dort schon zum Zaren ausgerufen. Und in dem nun folgenden Kampf zwischen patriotischem Pflichtgefühl und Liebe siegt auch durch die entsagenden Worte der Sonja das patriotische Pflichtgefühl. Und wir hören noch ein paar Takte, die schönen neapolitanischen Liebesduets, gesungen von zwei großen Bühnenstimmen, des Zarewitsch, Martha Eggert und Jan Kipura. Du musst zurück. Was ist geschehen? Der Zar ist tot. Die Krone wartet auf dich. Ich habe ihr schon entsagt. Als Zarewitsch, nicht als Zar. Aljoscha, du musst gehen. Dich verlassen? Nie. Aljoscha, jetzt hast du die Macht. Nun kannst du alles, was du ersehnt hast, verwirklichen. Wieder zurück an den Hof? Ohne dich? Du hast mir so viel Glück geschenkt. Und wir sind glücklich. Aber die Menschen im ganzen Land warten auf dich und brauchen deine Hilfe. Geh zu ihnen. Du schickst mich fort. Nicht fort. Nach Hause. Aber Sonja, du wirst mir folgen, sobald es möglich ist. Ich bitte dich. Wenn der Zar mich so lieben wird wie der Zarewitsch und wenn ihm die Staatsgeschäfte die Zeit lassen, vielleicht. Aber was auch immer die Zukunft bringt, uns bleibt die Erinnerung an die Tage des Glücks. Die schönsten meines Lebens. Meines Lebens auch. Meine Herren, ich bin bereit. Wir haben unseren Zarewitsch als frischgebackenen Zar beim Abmarsch gesehen. Wohin, weiß die Weltgeschichte. Zu einem Zarenthron, dem er nicht gewachsen war. Zum verlorenen Weltkrieg,
zur Abdankung und zur Revolution. Übrigens von diesem Panzerkreuzer Aurora fielen bei der bolschewistischen Oktoberrevolution 1917 die allerersten Schüsse. Der Zar wird verschleppt nach Sibirien und dann 1918 mit seiner gesamten Familie in Jekaterinburg im Uralgebiet grausam hingeschlachtet, die Leichen verstümmelt, unkenntlich gemacht und weit außerhalb des Ortes in einen Schacht geworfen. Erst 1992 konnten die Leichen identifiziert werden und 1998 erhielt der letzte Zar mit seiner Familie in der traditionellen Begräbniskirche der Zaren in der Peter-Paul-Kathedrale von St. Petersburg ihr feierliches Begräbnis. Und dort sind sie jetzt zur letzten Ruhe gebettet. Nikolaus und Alexandra, die Töchter Olga, Tatjana, Maria, Anastasia und der Thronfolger Alexei und auch die Vertrauten, die mitgeschlachtet wurden. Der Zar bekam überhaupt keine Hilfe von seinen alten Weltkriegsverbündeten, nicht von Frankreich und nicht von England. Und mit Hinblick auf das Geschehene erhalten die Worte des Wolga-Lieds irgendwie einen gespenstischen Unterton. Hast du dort oben vergessen auf mich? Und so wollen wir uns von Ihnen verabschieden mit der Stimme des großen Sängers, der diese Melodie weltberühmt gemacht hat, mit Richard Tauber. Hast du das Trubenfell?